Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. November 2018. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen haben auch ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren, aus Denken und Fühlen. Entweder zieht etwas an oder stoßt etwas ab. Und es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Also es ist ratsam, auf diese Energiefeld achten, und weil das von unserem Inneren kommt, heißt es, positiv denken, angstfrei leben. Dadurch ändert sich sofort unserem Energiefeld, ändert sich die Anziehungskraft, ändert sich unserem Lebensqualität. Andere Menschen oder Räumlichkeiten oder Orten, sie haben auch Energiefeld. Aber nicht nur das, sondern wir bekommen Energie auch von Sonne, Mond, Planeten und von Sternen, das ist die kosmische Energie. Und das unterteilt sich auch auf positiv und negativ, so wie bei Elektrizität. Das positive Pol ist aktiv, das negative Pol ist passiv, die Energie geht nach außen oder zieht nach innen. Die Feuerelementen und die Luftelementen vertreten das positive Pol, das heißt aktiv, die Energie geht nach außen, und die negative Pol, das hat mit Negativität gar nichts zu tun, sondern so wie bei Elektrizität auch, dieser negative Pol, was die Energie nach innen zieht, das ist die Wasserelement und Erdeelement. Darauf sollen wir auch mal achten. Und wenn wir Einflüsse haben von Sternen und Sonne und Mond, das ist nicht immer ausgeglichen. Und dann entsteht eine gewisse Spannung im Tag, weil es ändert sich Tag für Tag, dieser Einfluss. Das ist eine Bewegung, wie ein Tanz. Und wir können das ausgleichen, und so schaffen wir die innere Ruhe, die Harmonie, dann haben wir die Ausgeglichenheit und können wir mit dieser Energie im Einklang kommen. Und dazu ist diese Legung gedacht, und damit starte ich immer die Tageshoroskope. Die Berechnung ist die indische Astrologie. Und die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders, weil sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Also nicht wundern, wenn ich hier etwas erzähle und ich beschreibe, wo Sonne, Mond und die Planeten stehen, das ist anders als im westlichen Horoskopen. Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne die in Tierkreiszeichen Waage, und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze die Sonne zum Luftelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Mond zum Wasserelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luft. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, gehört zum Wasserelement, setze ich hier zum Wasserelement. Jupiter befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion, setze ich Jupiter auch zum Wasserelement. Venus ist rückläufig und bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Waage. Und Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Venus ist auch im Luftelement und Saturn erdet.
Saturn ist immer in die Mitte. Wir erkennen aus dem ersten Blick, dass im Feuerelement und Erdeelement fehlt etwas. Und wir brauchen diesen Ausgleich. Saturn betont die Feuerelement, weil Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und Saturn möchte Sicherheit, Stabilität und belehrt uns. Also er zeigt in diese Richtung, wir sollen auf die Feuerelement achten. Und das ist die Herzenswärme, das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein, auch mutig zu sein, aktiv zu werden und das mit einer Begeisterung. Wenn wir auf diese Richtung lenken die Aufmerksamkeit, dann kommen wir mehr zum Erde, weil das erdet. Saturn zeigt, was erdet uns gerade. Die Wasserelement und Luftelement ist da, das haben wir, das fließt auf uns zu und das sind die Gefühle, das heißt, die Sterne beeinflussen unseren Gefühlszustand, fühlen wir intensiver oder haben wir Träume. Dann die Luftelement ist auch aktiv, kommen die Gespräche, die Kommunikation, mehr Leichtigkeit, was nicht betont ist und das sollen wir selbst in diese Richtung die Aufmerksamkeit lenken, das ist die Feuerelement und so kommt das alles in Harmonie und das erdet, das heißt, es kommt die Realität und wir verspüren die innere Ruhe und daran liegt die Kraft und auch eine feste Boden unter unseren Füßen. Und jetzt übergehen wir auf die zweite Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes nach indischer Astrologie am 9. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Thema sind bei den Waagengeborenen zurzeit das eigene Persönlichkeit, Aussehen, Auftreten, die Wunsch wahrgenommen zu werden, etwas ins Licht zu bringen. Dann folgt die Skorpion und die Skorpiongeborenen haben Thema wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, etwas in Besitz zu nehmen und die Finanzen, um die Finanzen kümmern. Der nächste Platz ist die Tierkreiszeichen Schütze. Es sind Kontakte, Verbindungen, Kommunikation und auch Einladungen, kleine Reise oder ein Fest, einiges in Bewegung oder kleinere Veränderungen. Der nächste Platz ist die Basis, die Fundament, die Sicherheit, Stabilität, auch die inneren Ruhe und Kraft und das eigene Zuhause, entweder zurückziehen, zur Ruhe kommen oder etwas verändern in wohnlichen Situationen. Das sind die Hauptthemen, gerade bei den Steinbockgeborenen, außer den karmischen Themen. Die absteigende Mondknoten, was im indischen Astrologie wir als Ketu nennen, befindet sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Und da kommen natürlich dazu noch diese karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Und das ist immer mit Lernaufgabe verbunden. Der nächste Platz ist die schöpferische Kraft. Etwas Eigenes gestalten, aber auch die Kinder, die Bezug zu Kindern oder die eigenen Kindheit, die Erinnerungen dieser Themen haben gerade die Wassermanngeborenen. Und dann folgt den Alltag, die Alltag bewältigen, die Pflichten nachzugehen und auch auf die Gesundheit achten. Das sind die Themen bei den Fischengeborenen. Und dann wichtige Verträge unterschreiben, in eine Verbindung einzugehen und Thema Partnerschaft kommt dazu. Das sind die Themen gerade bei Widdergeborenen. Und dann kommt die Transformation, die Veränderungen, aber auch ämtlichen Sachen. Dazu kommt eine rechtliche Lage oder Erbschaft.
Das sind die wichtigsten Themen bei den Stiergeborenen, das in Ordnung zu bringen. Eine große Reise folgt, das kann Urlaub sein, Auslandskontakte oder eine innere Reise. Das sind die Themen bei den Zwillingsgeborenen. Anerkennung, Ansehen, die Berufung, Leben und karmischen Themen, ein Neuanfang, die Richtung bestimmen, die Suche. An diesem Platz, diese Themen haben gerade die Krebsgeborenen. Hoffnungen pflegen und diese Hoffnung nicht aufgeben, außerdem um die Freundschaften kümmern oder Treffen mit gleichgesinnten Menschen oder etwas gründen, wie eine Partei oder ein Verein, da aktiv zu sein, da organisieren. Das sind die Themen der Löwengeborenen. Dann folgt den nächsten Platz und das sind die Geheimnisse. Und das haben die Jungfrau geboren, entweder ihren eigenen Geheimnisse oder sie erfahren geheime Dinge und schauen, was passiert hinter den Kulissen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Ich setze Sonne zum Waage. Sonne herrscht über Sonntag. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Setze ich Mond zum Skorpion, Mond herrscht über Montag. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, ich setze zum Wassermann, Mars herrscht über Dienstag. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, ich setze zu Skorpion, Merkur herrscht über Mittwoch. Jupiter befindet sich auch im Skorpion, setze ich zum Skorpion. Und Jupiter herrscht über Donnerstag. Venus ist rückläufig. Das kann alten Themen sein, Vergangenheit, aber auch karmischen Themen. Und befindet sich noch im Tierkreiszeichen Waage. Venus herrscht über Freitag. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze Saturn zum Schütze. Saturn herrscht über Saturn herrscht über Samstag. Uranus ist rückläufig, bringt Veränderungen, auch Themen von Vergangenheit. Das Erleben dieser Umbrüche, Veränderungen, gerade die Wiedergeborenen. Neptun ist auch rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Natürlich kommen jetzt alte Erinnerungen hoch und gerade in diesem Platz, wenn es um Kindheit geht, dann alte Kindheitserinnerungen. Und das ist diese Energie, was die Wassermanngeborenen haben, schöne Erinnerungen bewahren und all das, was mit Tränen verbunden sind, eher loslassen, beenden, weil diese Zeit kehrt nicht mehr zurück, brauchen wir auch nicht da aufhalten. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze Pluto hier in Tierkreiszeichen Schütze dazu. Bei Waagengeborenen ist wichtig die Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Bei rückläufiger Venus handelt sich das auch um die Vergangenheit. Bei Skorpiongeborenen geht es um Werte, Wertschätzung, Finanzen, aber auch Gesprächen, Verträgen, was auch Gewinn bringt. Eine sehr schöne Energie für die Skorpiongeborenen, gute Geschäfte machen, da sind auch Gewinnchancen. Und bei Merkur-Mond-Verbindung handelt es sich um Gespräche über Gefühle. Und das ist auch sehr wichtig, diese Bedürfnis haben gerade die Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, eine Struktur zu bekommen und aufräumen. Von alles trennen, verabschieden, was im Weg liegt, damit man in Kraft bleibt. Und das ist die Pluto-Energie. Bei Wassermanngeborenen habe ich die Themen angesprochen, was Neptun betrifft. Dazu kommt die Mars-Energie. Das kann auch eine männliche Person sein, was gerade eine große Rolle spielt bei den Wassermanngeborenen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das ist eine gute Energie für die Krebsgeborenen, gute Energie für die Fischengeborenen,
aber auch für die Jungfraugeborenen und die Steinbockgeborenen. Das heißt, eine gute Zeit für einen Neuanfang, gerade etwas Neues starten. Und dieser Mondeinfluss spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Und die Stiergeborenen sollen bewusst auf ihren Gefühlen achten und im inneren Gleichgewicht bleiben. Diese Mondenergie löst Unsicherheit aus bei den Zwillingsgeborenen und bei Wiedergeborenen und Nervosität verspüren die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Mond steht in Verbindung zum Merkur. Das heißt, über Gefühlen wird gesprochen, besonders bei den Skorpiongeborenen. Eine sehr schöne Verbindung zwischen Mars und Venus, und das ist die Liebesenergie. Wir haben eine sehr schöne, kraftvolle, harmonische Liebesenergie. Venus-Mars steht in einer harmonischen Verbindung. Und Mond hat einen guten Einfluss von Saturn, das heißt, die Gefühle werden ernst genommen. Und so wird auch über Gefühle sprechen. Und Mond steht auch zum Neptun, eine schöne Verbindung. Und es ist die intensiven Träume, die Inspiration, die Intuition. Und es ist gerade sehr spürbar. Die heutige Mondhaus heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt. Und diesem Stern Akrab befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, und das ist die Stirn des Skorpion, und die indischen Astrologen nennen das als dritte Auge, und das wird heute aktiviert, also es kommen noch spirituelle Themen dazu. Und dieser Mondhaus Anuradha bedeutet auch Lob, Erfolg und Glück, einen ganz besonderen, günstigen Tag für einen Neubeginn, besonders bei den Skorpiongeborenen, bei Fischengeborenen, bei Krebsgeborenen, bei Jungfraugeborenen und bei Steinbockgeborenen. Und diese Chancen sollen sehen, erkennen auch die Stiergeborenen, und Unterstützung bekommen die Waagegeborenen und die Schützengeborenen. Jede Stunde hat eine andere Qualität, und da habe ich eine andere Quelle. Das ist nicht die indische Astrologie, sondern es geht in die jüdische Tradition zurück, so wird das auch beschrieben. Und in diesem kosmischen Uhr ist Mond die große Uhrzeiger und Sonne ist die kleine Uhrzeiger. Und nach dieser Mondbewegung ist die heutige Energie in diesem Monduhr, ich nenne das mal so, Steine werfen und Steine sammeln. Zeit zu nehmen, umarmen, und Zeit zu nehmen, Umarmung lösen. Wie können wir das verstehen? Die Steine bedeuten mir etwas Handfestes, etwas Stabilität zu bekommen. All das sollen wir wegwerfen, was im Weg steht und uns stört. Das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Also da aufräumen, Steine werfen, also wegwerfen. Und Zeit, Steine sammeln, die wertvollen Dinge in Hand zu nehmen. Und Zeit zum Umarmen, das, was uns angenehm ist, das sollen wir begrüßen. Und das, was wir nicht wollen, davon sollen wir lösen. Das ist die Botschaft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop, und ich möchte noch meine Angebote verkünden. Einmal die Blitzberatungen, was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, stellt eure Fragen und ihr bekommt die Antwort noch im selben Tag. Spätestens nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Dann mein Angebot, eine Horoskopanalyse nach indischer Astrologie.
beträgt mein Honorar 100 Euro. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Oder ein Jahreshoroskop, konkret was passiert, Jahr 2019. Weihnachten nähert sich auch, da habe ich auch ein tolles Angebot. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Wenn ihr beschreibt eure Lebenssituation, ob jetzt beruflich ist oder finanziell oder in die Liebe, Partnerschaft, dann setze ich etwas zusammen. Es besteht aus Ritualkerze, dann Duftöl und Räucherstäbe, Halbedelsteine, passend zu eurer Persönlichkeit, passend auf die Situation und die Besonderheit dazu, dass ihr bekommt zwei Steine aus dem Meer, was ich sammle. Die eine Steine ist gratis und das sollt euch innerlich stärken. Und die anderen Stein, wenn ihr das wünscht, ist ein Amulett und es wird mit schamanischen Trommel aufgeladen und steht ein Runensymbol drauf, was ich selber drauf male, diese Runensymbol passend zu euch, zu eurer Persönlichkeit. Und hier kommt dann die weibliche Energie aus dem Meer und diese schamanische Trommelenergie, das Männliche dazu, vereint sich in diesem Stein, in diesem Amulett. Und das ist ein Schutzamulett. Und der Preis beträgt für diese Runenstein von dieser Runenamulett 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.